kann noch. Zumindest dachte ich, da wären noch ein paar. Da. Ah, da ist eine. Die anderen haben wir dann wohl alle schon ja, in die anderen sind gestern wir so schon reingelaufen. mitgenommen. Okay. Ach ja, für die Hauptquest mussten wir. Müssen wir die Karte lesen? Ja. Die Visitenkarte. Rennen bist. Ich habe ein Fahrrad gestreift und es ist explodiert. Alle haben Angst vor dir, selbst die Fahrräder. Kann ich gar nicht nachvollziehen. So, wer bist du? Hey, ist das nicht... Ja. Oh hey, Tsukumo. Was bringt sie in die echte Welt? Nur etwas, das meine Neugier geweckt hat. Worauf könnten sie denn neugierig sein, was ihnen eine Suchmaschine nicht verraten kann? Oh, ich habe diese elektromagnetische Welle auf einer seltsamen Frequenz aufgeschnappt. Kein Taxi oder Radiofunk. Mhm. Eine elektromagnetische Welle? Eine digitale Verschiebung. Ja. Zwingen Sie mich nicht dazu, es zu erklären. Mir war sowieso langweilig, also wollte ich sehen, woher sie kommt. Sie müssen der einzige Mensch sein, der sein Haus verlässt, um einer elektromagnetischen Welle nachzugehen. Hm? Nummer unterdrückt. Ist das schon wieder der Attentäter? Soll ich rangehen? Steckt das in die Tasche? Ja, er hat es nicht mehr in der Hand. Legt der irgendwann mal auf oder klingelt der jetzt die ganze ich Zeit? Ich hab keine Ahnung. Na gut, wir gehen schon ran. Der hat das wieder aus der Tasche geholt. Wer sind sie? Hahaha. Sollen wir nicht gleich zur Sache kommen, Yagami-san? Natürlich. Aber das war dann der letzte, hä? Huh? Wie oft müssen wir das noch durchkauen? Was wollen sie von mir? Haben sie kein Problem... Nee, haben Sie ein Problem mit mir? Ich bin ja nicht sicher, ob ein genervtes Seufzen die richtige Reaktion ist, wenn ich einen Bombenattentäter anrufe. Aber irgendwie taugt der Typ nichts. Ja. Ein Problem? Sie haben die Sache doch angefangen, Yagami-san. Sie haben die erste Bombe entschärft, erinnern Sie sich? Sie hätte einfach in die Luft gehen können, aber Sie mussten ja den großen Helden markieren. Sie sind vollkommen verrückt. Ruhig jetzt. Genug geredet. Schreiten wir zur Tat. Es gibt eine neue Bombe in Kamurocho. Genau eine. Entschärfen Sie sie, wenn Sie es schaffen, Sie Großmaul. Ihr Hinweis. Die Taube gurrt zwischen den Kirschblüten. Die Taube gurrt zwischen den Kirschblüten. Er wird immer kryptischer. Was soll das überhaupt bedeuten? Yagami-shi. Sie wirken so angespannt, Yagami-shi. Mit wem reden Sie? Sorry, Tsukumo, keine Zeit für Erklärungen. Wir sehen uns später. Der Typ kann dir am einfachsten helfen, von allen in der Stadt. Ja. Ich habe sie nicht einfach aus Neugier gefragt, sondern weil meine Messgeräte völlig verrückt spielen. Hä? Was? Könnte nur ein Zufall sein, aber ich glaube, sie sind da anders dran, Yagami-shi. Passen Sie auf, Tsukumo. Irgendwo in Kamurocho wird in den nächsten 5 Minuten eine Bombe hochgehen. Oh. Eine Bombe? Erinnern Sie sich an die Explosion vor einer Weile? Der Täter ruft mich ständig an. Da würde ich auch lachen. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Faszinierend. Diese elektromagnetische Welle ist vermutlich Ihre Bombe. Ernsthaft? Können Sie sie mit Hilfe dieses Signals aufspüren? Nichts leichter als das. Sie müssen die Bombe allerdings noch entschärfen. Aber wo wir von Magneten sprechen... Sieht sie den Ärger hier regelrecht an, Yagami-shi. Ach, seien Sie still. Der Ärger findet mich eben immer. Aber egal. Kümmern Sie sich um dieses Ding, Tsukumo. Na schön, solange Tsukumo das übernimmt, muss ich die Sache mit der Taube aufdröseln. Das Gebäude von... Ich habe einen Regenwurm gefangen.
So. Okay, wir gucken jetzt auf das Drohnengebäude, meine ich. Stimmt, die Taube. Wo ist das denn? Das ist... irgendeins von den großen Gebäuden. Das ist dieses... ja, hier, da. Da findet das Drohnenrennen statt. Mhm. Ein Kieselstein. Weil hier ist das Gebäude. Ja, das Drohnenrennen findet da unten statt. Toll. Das hat mir nicht geholfen. Nicht? Nein. Dachte ich. Ich gucke nach, zur Sicherheit. Aber die einzige Seite, die sich mit Judgment beschäftigt, war Down. Das ist ziemlich dumm. Suche ich auf Englisch. Aber es ist halt die Frage, ob die Bombe im Haus ist oder außen. Ja, erste Bombe. Wir sind jetzt bei der dritten. Ja. Ah, es ist nicht da. Es ist Popo auf der Pink Street. Popo auf der Pink Street? Popo auf der Pink Street. Wo ist denn die... da ist die Pink Street. Und bereite dich auf einen Kampf vor. Vorbereitet sind wir, glaube ich. Okay. Wir waren ja doch noch einkaufen gestern. Ah, ihr verdammten Penner. Ich hoffe, ich kann euch abschütteln. Ja, du musst doch nicht laufen. Wir hinterher brüllen. Scheiße, das ist nicht gut. Ich sollte herausfinden, was es mit der gurrende Taube auf sich hat. Ein Yakitori-Restaurant. Po, po, po. Gurrende Taube. Po, po. Ah, Popo. Der Laden. Verdammt, aber in Kamurocho gibt es ungefähr vier davon. Ungefähr vier? Er kann nicht weiter als vier zählen. Ja. Welcher ist der richtige? Die Kirschblüten sollten die potenziellen Kandidaten eingrenzen. Moment, pink. Kirschblüten sind pink. Und es gibt ein Popo auf der Pink Street. Keine Zeit zu vergeuden. Ich muss zu diesem Popo auf der Pink Street. Da wollten wir hin, Junge, bis du angefangen hast nachzudenken. Wir sind ja fast da. Ja. Andere Seite, oder? Das sind zwei Einkaufsläden, aber ja, Popo ist auf der Seite. Ist das dann hier draußen? Ist das drin? Mit drin. Die Taube gurt zwischen den Kirschblüten. Es muss das Popo auf der Pink Street sein, richtig? Wo ist die Bombe? Die ist echt auffällig platziert. Mhm. Da, hab sie. Dass noch nicht niemand die Polizei gerufen hat. Jetzt muss ich nur noch die Drähte rausreißen, wie beim letzten Mal. Stecken alle mit dem Bomber unter einer Decke. Das sollte reichen. Der Zähler hat angehalten. Entschuldigung, Sir, was genau machen Sie da? Ich entschärfe Bomben. Nichts Besonderes. Was haben Sie denn in der Hand? Ist das eine Bombe? Ah! Nein, warten Sie, das ist... Aha, sind Sie der Attentäter oder Polizei? Jemand muss helfen! Hey, nein! Beruhigen Sie sich. Ich bin ein Detektiv, kein Attentäter. In der Tat. Dieser Mann ist nicht der Attentäter, ganz und gar nicht. Tsukumo, gutes Timing. Haben Sie den Typen gefunden? Zweifeln Sie wirklich an meinen Fähigkeiten? Der hier ist es. Die Signale kommen direkt von ihm. Hä? Was? Ah, nicht schlecht, ihr zwei. Richtige Detektive.
sie, ich habe ihre Spielchen satt und die Polizei wird einiges mit ihnen zu besprechen haben. Also kommen Sie. Keinen Schritt weiter. Sehen Sie das hier. Schicke Jacke. Scheiße. Ein hübscher Anblick, oder? Ich bin die letzte Bombe. Was wollen Sie damit bezwecken? Was bringt es Ihnen, sich selbst in die Luft zu jagen? Die Sicherheitsvorkehrungen dieser Stadt sind eine Schande. Und ich werde es allen beweisen. Wie meinen Sie das? Also, der Typ wurde offenbar vor 3 Monaten aus einer Sicherheitsfirma entlassen. Beantwortet das Ihre Frage? Und Sie sind schnell. Und ja, ich werde diesen geldgeilen Mistkerlen eine Lektion beibringen, die Sie nicht vergessen. Ich habe für diese Stadt alles gegeben. Das ist das Äquivalent zu einem Feuer, wenn man der Feuer legt. Irgendwie schon, ja. Ich habe einen detaillierten Vorschlag zur Verbesserung der Sicherheit in der Stadt vorgelegt. Und Sie haben gelacht. Ja, die stecken alle mit dem Gesundheitsminister unter einer Decke. Macht ihr da nichts draus? Da sind wir auch schon dran. Ja. Zu teuer, meinten Sie. Diese Arschlöcher tun nichts, bevor nichts passiert ist. Sie können reden, so viel Sie wollen. Doch wir beide wissen, dass Sie sich eigentlich nur rächen wollen. Rache hat damit rein gar nichts zu tun. Ich opfere mich selbst auf, um den Menschen in Kamurocho die Wahrheit zu zeigen. Und damit Feuer frei. Nein, stopp! Was? Oh. Das tun sie nicht, klar? Ihr Plan wird nicht aufgehen. Ich habe mich in ihren Transmitter gehackt und die Frequenz geändert. Was? Es ist vorbei. Kommen Sie einfach mit und zwar ohne großen Aufstand. Nein, verdammt! Ich gebe mich nicht kampflos geschlagen! Ich bin ja nicht sicher, was ich mit dem Kugeln wollte. Der hat irgendwelche explosiven Dinger an seiner Brust. Laden. Ich versuche so wenig Schaden wie möglich zu machen, aber es bleibt nicht aus. Wir prügeln uns nur hier hinten. Den Rest lassen wir in Ruhe. Ah. Na verdammt. Pass auf, gleich kommt Ichi und sagt, du musst das alles wieder aufräumen und bezahlen. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich hoffe, der Bomber muss das alles bezahlen. Oh, der lädt wieder ganz. Perfekt. Es geht so einfach in dieser Welt. Mhm. Gott sei Dank, es ist endlich vorbei. Ugh. Vor allen Dingen, wo ist die Bedienung, die da die ganze Zeit stand? Er war die Bedienung. Nein, da stand noch... Stand da noch jemand? Eine Frau, glaube ich. Und die ist weggelaufen. Die Polizei gerufen. Ja, hoffentlich. Esse Schokorosinen. Kommen wir zu den Nachrichten. Im Fall der Bombenattentate in Kamurocho wurde endlich ein Verdächtiger festgenommen. Der 34-jährige Ryu Osaka ist angestellt im Einzelhandel und zu Jahresbeginn aus dem Sicherheitsdienst entlassen. Was für ein Glück, ist Ryu nicht im Sicherheitsdienst. Laut Polizeiberichten war sein Motiv die Ablehnung seines Entwurfs zur Überarbeitung der Sicherheitsstandards. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurden mehrere Sprengsätze gefunden und entschärft. Das hört sich so an, als wäre die Sache erledigt. Ich schulde Ihnen was, Tsukumo. Na, überhaupt nicht. Das war die Erfahrung wert. Wie in einem Videospiel. Na schön. Haben Sie Hunger? Ich gebe einen aus. Nicht nötig, Yagami. Ich habe nämlich ein Date mit einer Lady. Was? Ernsthaft? Wahrscheinlich wieder seine Figur. Ne? Ja. Ich habe ihr bei einem Problem mit ihrem Handy geholfen. Und zum Dank hat sie mich zum Abendessen eingeladen. Wow. Vielleicht doch eine richtige Lady. Ja, leck mich doch, ernsthaft. Und in den Klamotten wollen sie da hingehen? Ja. Sie ist seltsam, Yagami. Sie mag mich, wie ich bin. Meinte sogar, ich wäre süß. Schnuffig ist er, das will ich nicht abstreiten. Wow,
Sind sie in ihren Kreisen etwa sowas wie ein Frauenheld, Tsukumo? Was soll ich sagen? Die Frauen stehen eben auf Männer mit Geschmack. Was zum... Nächstes Mal lasse ich die Bombe einfach hochgehen. Da hat er den Glauben an die Menschheit verloren. Ja. Aber süß, die beiden. Hätte nicht gedacht, dass er wirklich ein Mädchen findet. Aber das ist schön. Ich weiß nicht warum, aber ich würde dich gerne daran erinnern zu speichern, bevor wir weitermachen. Wer weiß, was als nächstes kommt. Wahrscheinlich Stress. Aber speichern ist nicht verkehrt. Abgekartetes Spiel. Ah, genau, so hieß die Folge. Egal, jetzt hat sie auch einen schönen Titel. Ja, genau, wir sollten uns die Visitenkarte angucken. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich sie finde. Es muss ja im Hauptfall sein, oder? Weiß ich nicht, vielleicht ist es auch noch im Nebenfall, weil es noch nicht... Generell so viele Informationen. Da war was. Nee, weil. Ich hatte gedacht, dass da vielleicht irgendwo ein Bild ist, das uns aufschlägt. Da, Partner. Ah, doch. Partner. Hereinzoomen. Tenkaichi Eli Yoshikawa Gebäude, 2. Etage. Ach so, da hast du das gelesen? Ich habe mir so die Karte angeguckt. Hä? Wie konnte sie das jetzt so schnell lesen? Also, Tenkaichi. Nein. Warst du beeindruckt? Schon. Ist ja für einen Moment alles stehen geblieben. Da, Tenkaichi. Yoshikawa-Gebäude. Irgendwo konnte ich reinzoomen, da. Was ist denn Es gibt doch auch nur die eine, oder? Man kann sich nie zu sicher sein. Ja. Aber das sind... Nakamichi. Aber da... Ist zumindest kein Gebäudename, aber vielleicht, wenn man auf die Straße geht, ja, findet man schon irgendwas. Der Typ ist jetzt über dich gestolpert, nur weil du da standest. Da kannst mal sehen, was ich für eine Persönlichkeit bin. Und ich sollte die zurückgeben. Da war eine Schokoladenrosine drin, ohne Schokolade. Weil das ist... Das war einfach nur eine Rosine, das ist ja langweilig. Ich hatte mal einfach nur so einen Schokodrupp. Das ist auch irgendwie langweilig. Wenn ich Schokoladenrosinen haben möchte, dann möchte ich Rosinen mit Schokolade. Eigentlich glaube, die beste Version von... Naja, Traube-Nuss-Schokolade wäre... Einfach nur Schokoladenrosinen und Nüsse mit Schokolade drumherum in eine Tüte zu machen, ohne den Riegel. VIP-Room, klapp, klapp, klapp und bar. Hier in der Straße ist nichts. Oh, warte, ist das nicht das Gebäude, in dem die Agentur war? Agentur? Von unserer Freundin. Keine Ahnung. Wie hieß denn das nochmal? Yoshi irgendwas. Er könnte ja wenigstens mal irgendwas sagen.
Yagami. Weißt du, wenn dein Timer läuft, hast du Zeit, Stunden darüber zu sinnieren. Oh, da. Hm. Von wem ist das? Ach, nein. Oh, die Kirchen gehen wieder. Ach, Kim-san. Mist, was soll ich jetzt machen? Das ignorieren. Bei dem Questtitel ist es echt schwer, rauszufinden, wo du hingehen musst. Weil wenn du Partners und Judgment eingibst, bekommst du alles. Ganz neue Möglichkeiten, die sich da eröffnen. Natürlich zeigen sie keine Karte. Auch nicht. Also, du musst das Gebäude nicht finden. Du musst einfach nur auf der richtigen Straße sein und da lang gehen. Aber ich bin ja immer diese Straße komplett lang gegangen. Aber vielleicht sind Tenkaichi Street und Tenkaichi Alley zwei unterschiedliche Dinge? Aber wo ist Tenkaichi Alley? Vielleicht ist die Alley eine von den kleinen Seitenstraßen daneben? Da, wo auch Kasai gerade ist? Weil nee, da ist die Alley! Da die Querstraße. Ach, da! Ich glaube, der ist offen. Ja, den habe ich gerade vergessen. Dann hat er mich vergessen. Und jetzt ist er wieder da. Weil da waren drei Leute. Zwei habe ich besiegt. Jetzt hast du drei besiegt. Ich hatte mich schon gefragt, warum der Kampf auch immer vorbei ist. Ich meine, man könnte Kasai versuchen. Könnte man. Er ist gerade da hinten in der Ecke, da macht man nicht so viel kaputt. Ich speichere mal. Speichern, essen, Kasai verprügeln. Klingt nach einem Plan. Oh, ein bisschen Essen wäre nicht verkehrt. Wir haben ja noch genug Sandwiches. Gehe ich mal ganz gemütlich diese Gasse lang. Was kann schon passieren? Könntest du dich mit Kasai prügeln? Da bist du ja, Yagami! Heute mache ich dich endgültig fertig! Mach dich bereit, den Boden zu küssen, du Arschgesicht! Bist du... Kasai, den anderen, den nimmt man wenigstens ein bisschen ernst! Ja. Aber du bist ein Affe. Ein Affe in einem Trainingsanzug. Mit seinem Lebensfalten. Ah, okay, ich gucke. Oh no, jetzt leuchtet er. Alter! Du machst ein bisschen Aua. Steh auf, Junge. Eine tödliche Verletzung. Ja. Ist zum Glück noch nicht so groß. So, Junge, jetzt muss man kurz einen Moment was essen. Nein, ich wollte nicht auf die Karte, ich wollte was essen. Wir haben noch ein paar Sandwiches, weißt du, ich bin so hungrig. Ah, ein Bento kann ich auch noch nehmen. War so. Hat brav auf mich gewartet. Und das hat Hut.
Perfekt. Er ist aus dem gesperrten Bereich gefallen. Ja, dann, damit ist er automatisch beendet. Okay, wir sind da. Jetzt schubst nicht mich. Schubst mich nicht rum, du Arschloch. Schubst nicht mich. Wenn das mal nicht krass persönlich ist. Das ist den Karl tatsächlich erwischt. Ja. Kannst du mir mal sagen, was wir hier machen, Yagami? Sicher doch. Du schuldest Turtle Financing. Ach ja, genau. 800 Riesen. Weißt du nicht mehr? Dieser Herr hat es satt zu warten, also hat er mich gebeten, ihm zu helfen. Auch Schildkröten können nicht ewig warten. Also jetzt spielst du den Handlanger für ihn? Wie erbärmlich. Ach, wir wissen, du hast das Geld. Ich bin nur überrascht, dass du nicht alles in den Soplands in der Stadt verbraten hast. Du glaubst, dass mich durchschaut, was? Und was, wenn ich keinen Bock habe, das Geld zurückzuzahlen? Du willst es also auf die harte Tour? Dann statten wir eben einem ganz besonderen Ort einen Besuch ab. Warte, wo bringst du mich hin? Vor Gericht natürlich. Oh, wusstest du etwa nicht, dass ich eine Zulassung als Anwalt habe? Hier, das ist mein Anwaltsabzeichen. Geiles Teil, oder? Du bist echt ein verdammter Anwalt! Mann, was machst du eigentlich noch? Vermutlich weniger als du. Dass du deine Schulden nicht zurückzahlen willst, ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Was? Du hast mich schon verstanden. Bei deinen Vorstrafen bist du schneller hinter Gittern, als du gucken kannst. Nein! Ach, warte. Das kannst du doch nicht machen. Ich muss nur bezahlen, oder? Das ist auf einmal ganz klein. Oh, Yagami-san. Hätte ja gerade zum Gnade gewinselt. Allein dafür hätte ich schon was bezahlt. Ach, die gehen mir schon die ganze Zeit auf die Nerven. Du musst mich wirklich nicht bezahlen. Naja, aber ich will meine Dankbarkeit ausdrücken. Also los, nimm schon. Na, wenn das so ist, dann danke. Okay, es ist nur noch Honda übrig. Ich hab gehört, er soll ein harter Brocken sein. Pass auf dich auf. Ja, vor ihm habe ich auch ein bisschen Angst. Aber wenn wir den los sind, dann wird vielleicht ein bisschen Ruhe. Vielleicht. Aber du musst ihn ja nicht jetzt machen. Nö. Jetzt ist eh die Gewaltstufe schon sehr weit unten. So, jetzt wollen wir aber dahin, wo wir eigentlich hin müssen. Na. Komm, und wenn Honda redet, sind seine Leute auch schon unterwegs. Ich finde das sehr seltsam. Die haben vier Bosse mit vier einzelnen Hat Teams. Hat eine Pylone nach mir geschmissen? Ja. Dass die sich die Stadt nicht auch in, naja, vier Viertel geteilt haben, sondern dass jeder überall rumhängt. Kein Wunder, dass die nicht miteinander... Ping-Pong. Fußball mit dem. So eine schönen kleinen, schmalen Gasse. Wie niedlich. Süß, ne? Und in Japan gibt es Straßen, die ungefähr so schmal sind, wo auch noch Autos drauf fahren. Und wenn man schmale Autos hat? Ja, Japaner haben irgendwie so schmale Autos. Diese Kastenwagen, die ich so cool finde. Aber ich bin in Fukuoka an einer Straße vorbeigekommen, da konnte ich mit einem langen Schritt okay. Einfach so über die Straße laufen. Und da standen auch Autos. Hm. So, hier sollte es da sein. Da musste man dann wahrscheinlich über Autos laufen, wenn man da lang wollte. Schon. Da sind Tote. Ach, und da ist unser Freund. Der weniger Tote. Der lebendige Kaito. Ja, natürlich, dass das passiert. Verschwindet endlich! Und da ist Kaito-san wieder und tut, was er am besten kann. Er hat ihn vermisst. Guck mal, dieser sehnsüchtige ja. Blick. Ja. Oh, wir waren 2 Sekunden getrennt. Ich vermisse ihn. Hm?
dieser Typ in dem komischen Hemd ein Yakuza oder so? Ja, vermutlich. Adachi ist total zwielichtig. Ich würde mich nicht wundern, wenn er Yakuza anheuern würde. Die reden schlecht über meinen Schatz. Zwielichtig? Was meinst du damit? Hast du die Gerüchte nicht gehört? Angeblich endet jede Verhandlung mit seinem Büro in einer Drohung. Autsch, so ein Gerücht kann ich nicht einfach ignorieren. Abo. Yo, Tag, was gibt's? Hi, Schatzi. Aber die beiden... Haben diese beiden Typen Mist über mich erzählt? Ja. Sie mochten nur dein Hemd nicht, wie dem auch sei. Wie läuft der Job, Kaito-san? Hältst du dich aus allem Ärger raus? Hä? Ja, warum fragst du? Willst du etwa sagen, dass ich Ärger mache? Nein, nein. Ich habe nur diese Gerüchte gehört. Kaito! Das wäre alles für heute, Kaito. Was meinst du auf ein Bier? Oh, Yagami-san. Du hättest mir sagen sollen, dass du vorbeikommst. Hey. Diese Verbeugung war sehr armselig. Ja! Komm, Kaito, wie hört sich das Tender für dich an? Oh. Ja, klar, ich will nur erst irgendwas essen. Bin am Verhungern. Diese Gerüchte lassen mich einfach nicht los. Vermutlich steckt nichts dahinter, aber ich sollte ihnen trotzdem nachgehen. Vielleicht finde ich was raus, wenn ich mich an den Hangout-Spots in der Gegend umhöre. Die heißesten Plätze in der Stadt. Welche sind das? Weiß ich nicht, wahrscheinlich da, wo die Klimaanlage kaputt ist. Sie hatten das Tender erwähnt, wenn ich jetzt... Oh, das, ja. Das Honda. Wenn ich jetzt nur noch weiß, wo das Tender war. Irgendwo in der Stadt? Ach. Kann man doch nicht merken, wo die Läden alle sind. Meistens wird man ja auch hinteleportiert. Ja. Kaffee Alps, stimmt, da wollten wir mal essen. Hä? Das Tender im... Nein, da ist nur Shellac und Earth Angel. Das ist da oben an der Ecke. Das hier ist... Das oben. War... Nee, das war das... Ah. Und das da... Ja, da wartet auch noch ein Freund auf uns. Hm. Und das da links? Das da? Ja. Smile Burger. Okay. Ist das Tender überhaupt als... Eating Place ausgeschrieben. Naja, ich kann da Alkohol kaufen. Okay. Du kannst aber auch erst in die heißesten Plätze der Stadt. Wo ich auch nicht weiß, wo die sind. Die Fähnchen, oder? Welche Fähnchen? Da zum Beispiel, das ist ein Fähnchen. Neben da. Da? Ja. Sind das die heißesten? Weiß ich nicht. Aber irgendwas muss das Fähnchen jetzt zu bedeuten haben. Ernsthaft? Von da ganz hinten? Ja. Die haben gute Augen. Ey, Kasai ist... Warum läuft ihr überhaupt noch rum? Ich hab euren Boss fertig gemacht. Also du. Du hast ihren Boss fertig gemacht. Riesiger Kegel. Ich liebe das Ding. Oh, das ist zu Platz. Aber das Ding ist so geil. Was denn jetzt? Was zum Henker ist euer Problem? Sie mögen nicht, dass du Kasai... Ist doch nicht meine Schuld, dass Kasai eingeknickten Schwanz davongelaufen ist. Kasai ist halt ein Loser schon immer gewesen. Der Pylonenmann. Niemand kann so gut mit einer Pylone wie du.
Wurfextrakt. Ich hatte erst Wurfaxt gelesen. Kann ich jetzt endlich mal in das Café gehen? Guten Tag. Ich habe da Müll gesehen von draußen. Lauf doch über die Leute. Aber stimmt, ich weiß gar nicht, wie ich zu dem Fähnchen komme. Kannst du da was essen? Ja, ich glaube schon. Kann was essen. Ich meine, Verband wäre vielleicht nützlich, aber... Dann ist man wieder ganz geheilt und guckt dir diesen Kuchen an. Könnt einen schönen Kaffee trinken. Und ein Stück Kuchen. Perfekt. Die Kuchen würde ich auch nehmen. Danke, dass du es diesen Kane-Typen gezeigt hast. Du hast ja keine Ahnung, wie froh wir alle sind, sie losgeworden zu sein. In den Paketkasten vor deinem Büro sollte ein kleines Geschenk auf dich warten. Du hast Post! Ich hoffe, du findest Nutzen dafür. Ich mag Post. Puh, das wäre erstmal erledigt, glaube ich. Ja, ja, einer fehlt ja noch. Ich habe Post, ich habe Post, ich habe Post, ich habe Post. Oh, eigentlich fehlen noch drei, aber die anderen zwei kennen wir. Warte mal, mein Büro ist da hinten. Ich vergesse immer. Nein! Die Straße wollte ich nehmen. Vergesse mal, wo mein Büro ist. Hey, unsere Vermieterin. Sie möchte mit dir reden. Wahrscheinlich wegen der Polizei in deiner Wohnung. Hallo, Tomioka-san. Schönes Wetter heute, oder? Ach, du kommst genau recht, Yagami-kun. Wieso? Was ist denn los? Naja, ich habe den Schlüssel für das Rolltor des Gebäudes verloren und jetzt komme ich nicht mehr rein. Ernsthaft? Das ist natürlich blöd. Ja, ist es. Ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Naja, du musst es irgendwie aufbekommen. Darauf zu kommen, braucht es keinen Detektiv. Also hilfst du mir, das Schloss aufzukriegen? Du kriegst es sicher hin. Wie in einem Krimi. Du brauchst nur ein Messer und eine Rolle Klebeband und einen Kaugummi. Ich bezweifle, dass es so einfach ist. Und in welchem Krimi werden denn ein Messer und Klebeband benutzt? Das ist jetzt unwichtig. Kannst du es wenigstens mal versuchen? Schätze schon. Ich wusste gar nicht, dass Tomioka-san so fordernd sein kann. Ich sollte das Tor besser schnell aufbekommen. Sonst verprügelt sie mich noch. Okay, es ist offen. Hey, ich durfte nicht mehr was machen. Ich wusste, du schaffst das. Vielen Dank, Yagami-kun. Klar, kein Problem. Okay, ich mach mich dann mal wieder auf den Weg. Hast du nicht was vergessen? Zum Beispiel die Miete für die letzten 3 Monate. Weißt du das? Also, die Sache... Könntest du dich noch etwas gedulden? 500.000 Yen in bar in deiner Hosentasche, Junge! Er ist gierig. Ich betreibe hier doch keine Jugendherberge. Wusstest du, dass Gebäude Geld im Unterhalt kosten? Verrückt, ich weiß. Aber das bringt mich auf eine Idee. Sollte ich jetzt schon mal Angst haben? Du bist ein kräftiger Mann und kannst Schlösser öffnen. Soll ich dich mal einem Schlosser vorstellen, den ich kenne? Ich bin Detektiv. Wozu das? Du könntest dann nebenher arbeiten und etwas Geld verdienen. Geld, das du mir schuldest. Oh, muss das sein? Ja, am besten rufe ich ihn gleich an. Man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Aber die Frau ist so gut. Warte mal. Sie ist irgendwie Mama. Vielleicht solltest du dich an deine 500.000 in deiner Tasche erinnern, Junge. Hallo, Koizuka-kun. Entschuldige die Störung. Ich habe da diesen Mieter, der in meinem Haus wohnt. Er erzählt sie auch noch die ganze Geschichte. Oh Gott. Tomioka-san, was für eine Freude, dich zu sehen. Ist das der Kerl, von dem du erzählt hast? Ja, das ist Yagami-kun. Wer ist das, Tomioka-san?
Das ist Toshido Koizuka, der eine der besten Schlosser von Kamurocho. Ich nenne ihn nur Koizuka-kun. Freut mich, dich kennenzulernen, Yagami-san. Ganz meinerseits. Er hat auch ein seltsames Gesicht. Also, Yagami-kun, arbeite hart, damit du was verdienst. Alles Weitere zu unserer Abmachung erfährst du von Koizuka-kun. Ich hoffe, er nimmt dich nicht zu hart ran. Abmachung? Hey. Mama. Wirklich, Tomioka-san, ich weiß, ich zahle kaum die Miete, aber... deshalb ist es wohl auch so weit gekommen. Ich erkläre dir erstmal, wie das hier läuft, ja? Hi. Alles klar. Wenn wir einen Auftrag erhalten, leite ich den an dich weiter. Du gehst dann zum Kunden und öffnest das Schloss. Das war's dann auch schon. Du kannst Schlösser öffnen, oder? Ja. Gut. Ich bin meistens in meinem Laden, also komm vorbei, wenn du Arbeit brauchst. Und wo ist dein Laden? Im nördlichen Teil des Senryu Avenue. Dort findest du ihn auf der Karte. Du findest ihn auch auf der Karte. Also muss ich mir die Aufträge abholen? Das vergesse ich doch. Alles klar, ich komme vorbei, sobald ich etwas Zeit habe. Sehr gut, ich warte auf dich. Oh mein Gott, und er hat nur so einen kleinen Freundschaftsbalken. Naja, er hat ja auch wohl eine Nebenquestreihe. Ich arbeite also jetzt für den Schlosser, Koizuka. Okay, schätze, ich gehe mal rüber, wenn ich Zeit habe. Was ist ja noch alles? Er ist der Handyman der Stadt. Mann, 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 wenn der sich irgendwann mal umschauen muss, hat er alle Jobchancen offen. Er kann alles. So, ich wollte nur meine Post holen. Blauer Pyroxen. Was? Was ist Blauer ein Pyroxen? Pyroxen, das ist ein Stein. Ah. Eine schöne Kugel. Was mache ich damit? Keine Ahnung, Extrakte? Oder Extrakt. Aber ja, verkaufen ist auch möglich. Viele Möglichkeiten. Und ich möchte nochmal sagen, Junge, du hast 500.000 Yen in der Tasche. Warum bezahlst du nicht einfach deine Miete? Nee. Dass man nicht wenigstens die Option hat. Das wäre echt hilfreich. So, da irgendwo soll dann der Schlosser sein? Ja. Aber eigentlich suchen wir immer noch das Tender. Ja. Gucke mal bei den... Game Center. Das Büro. Da! Da ist Bartender. Okay, da musst du hin. Also bei... dem Taihei Boulevard. Hast du jetzt den Typen in das Fahrrad geschmissen? Ja, hab ich. Hat er das verdient? Definitiv. Ihr habt auch was verdient, das war eine Prügel. Uchi, du lebst ja noch. Wie schön sie dir alle applaudieren. Ja, bis ich mich bewege und dann rennen sie in Angst davon. Nee, warte, wir sind hier, glaube ich, gleich da. Ich will nur in meine Bar gehen. Brutal, hätte ich die nie wieder erkannt. Was ich so faszinierend finde, ist, dass da überall Schilder hängen, wo Preise für irgendwas draufstehen. Ja. Gerade ist da niemand. Musst du erst an die heißesten Plätze der Stadt? Oh, vielleicht hast du einen, kannst du einen Auftrag kriegen. Noch ein dreckiger Lappen. Unser Freund war da. Na? Hey, Barkeeper. Kommt Kaito-san in letzter Zeit oft hierher? Oh. Ach ja, scheint, als hätte er einen neuen Kumpel. Ja, die beiden kennen sich schon lange. Sein Kumpel heißt Adachi.
Er schmeißt ein Immobiliengeschäft. Adachi Estate. Moment, Adachi Estate? Sicher, dass er derselbe Typ ist? Ja, warum? Ich hab nur Schlechtes über ihn gehört. Offenbar droht er seinen Verkäufern. Schlimmer als die Yakuza. Was? Wirklich? Ja, Mann. Einschüchterung, Belästigung, er benutzt schmutzige Tricks. Hat sogar mal einen seiner Anschaffungstypen hergeschickt. Hat sich angefühlt, als würde man mit einem Yakuza reden. Oh Mann. Kobo. Kaito-san tut sich wirklich mit diesem Typen zusammen? Wird das gut gehen? Das frage ich mich auch. Ich sollte mit ihm reden. Muss. Hallo, Kaito-san? Wo bist du gerade? In Adachis Büro. Was gibt's? Da ist was, was ich dir erzählen muss. Ich komme zu dir. Ach ja? Dann warte ich einfach hier auf dich. Du willst direkt in das Büro gehen? Oh, dieser Blick! Und ja, ich hätte Kaito auch gebeten, woanders hinzukommen. Endlich haben wir mal wieder eine Questmarkierung. Ist ja schlimm mit der Detektivarbeit. Du hast doch eine. Ja, ja, sag ich doch. Endlich haben wir wieder eine. Ich hatte dich verstanden, ich hätte gerne. Ach, das ist aber nicht das Büro. Oder hat er sein Büro hier draußen? Das ist nicht im Büro. Ja. Also, Tag. Worum geht's? Adachi-san. Wo ist der? Er ist zum Abendessen im Kanra. Ich treffe ihn später da. Warum? Willst du... Dass das auch hört? Ja. Yeah. Nein, ich glaube, es ist besser, wenn er das nicht mitkriegt. Ah. Ich habe einige bedenkliche Sachen über Adachi-san gehört und wollte sicher gehen, dass du davon weißt. Aha. Bedenklich? Was meinst du? Ich will ihn da wirklich nichts anhängen, aber die Leute reden davon, dass seine Firma schmutzige Geschäfte macht. Jedes Mal, wenn ich Kaitos Hemd sehe, denke ich, ja, das wäre eine coole Bettwäsche. Ja, aber die wäre bestimmt aus diesen Satin-Dingens, das überall durch die Gegend rutscht. Das ist unpraktisch. Einige meinen, dass dagegen sogar Yakuza nett aussehen. Ich will nur, dass du vorsichtig bist. Du bist den ganzen Weg hierher gekommen, um mir das zu sagen, Tag? Ja, so ungefähr. Um sicher zu gehen, dass du mir auch zuhörst. Dann hast du deine Zeit verschwendet. Ich kenne den Typen länger als dich. Die anderen können sagen, was sie wollen. Ich vertraue meinen Instinkten. Meine Entscheidung. Du bist Yakuza. Bin mir nicht sicher, ob das unbedingt dieselben Maßstäbe sind, Junge. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Du musst deine Nase nicht immer in meine Angelegenheiten stecken. Du hast du keine eigenen Probleme, um die du dich kümmern kannst. Du hast recht. Das mache ich dann besser. Oh. Ja, mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Man sieht sich. Kaito-san hat schon recht, aber das ändert nichts daran, dass ich mir Sorgen mache. Adachi ist in Kanrei zu Abend. Vielleicht sollte ich mir das ansehen. Dann geh auch mal im Kanrei zu Abend essen. Wir tun doch alles für unseren Kumpel. Wir machen uns doch nur Sorgen um ihn. Was, das ich mega schade finde? Hm? Vor dem Laden, wo sie die Kuh stehen haben, dass du nicht mit der Kuh Leute verprügeln kannst. Ja, das ist wahr. Das würde ich gerne machen. Wäre witzig, wenn dir dann jedes Mal muhen würde. Du. Aua. Voll gegens Fahrrad gerannt. Warum machst du denn sowas? Ich möchte sagen, hat er das Galbi? Er kann bestimmt nicht die Fragen beantworten. Wir sind wahrscheinlich die einzige Person, deswegen dürfen wir das jetzt auch immer bestellen. Da ist er. Sein Freund da sieht ziemlich übel aus. Vielleicht kann ich näher rankommen, ohne dass sie mich bemerken. Vielleicht kannst du dich verkleiden, ohne dass sie sich dich bemerken. Anzug. Ja, würde ich auch sagen. Ja, er sieht immer so niedlich aus. Ich
habe einen dreckigen Lappen eingesammelt. Dein Freund ist echt überall. Überall liegen hier dreckige Lappen rum. Was ist das für eine Stadt? Das war seltsam. Ich will dieses Land und das juckt mich nicht, was du dafür tun musst. Halt die Ushimata-Familie da raus, verstanden? Du zweifelst an mir? Ich habe mir Sicherheitsvorkehrungen getroffen, weißt du? Ich habe sogar Kaito angeheuert. Bullig wie ein Panzer und dumm wie 3 Meter Feldweg. Keine Sorge, ich tue alles, um sie auszuschalten. Aber das Hauptproblem ist, dass der Vermieter wahrscheinlich stur bleiben wird. Nein, dafür habe ich schon einen Plan. Schau dir das an. Ein Mädchen? Süß. Was hat sie mit dieser Sache zu tun? Die Tochter des Vermieters. Gerade ins erste Semester gekommen. Wohnt jetzt allein und so. Ich habe ihre Adresse schon. Ich kann dir nicht folgen. Bist du dumm? Sagen wir einfach, ich habe ein paar hungrige Jungs an der Leine. Und in einer Verhandlung zählt ein Foto mehr als Worte. Niemand von uns will, dass ihre verlorene Unschuld durch die sozialen Medien geht. Das sieht er sicher genauso. Alter. Heilige Scheiße, Adachi. Gegen dich sind Yakuza echt gar nichts. Na gut, das war's erstmal. Ich treffe mich gleich mit Kaito. Das ist zu brisant für seine Ohren. Okay, unsere Zukunft liegt in deinen Händen. Mach was draus. Adachi ist ein Monster und Kaito fällt auf ihn rein. Kaito-san ist auf dem Weg ins Kanreich. Ich muss ihm davon erzählen. Ich hoffe, du hast Aufnahmen gemacht oder so. Das wäre viel sinnvoller. Ich glaube nicht. Na. Kaito-san, hast du kurz Zeit? Was ist denn jetzt schon wieder Tag? Kaito! Yo, Kaito! Ich hab dich doch nicht warten lassen, oder? Oh, Yagami-san. Der Typ ist so gruselig. Perfektes Timing. Ich glaube, wir müssen über ein paar Dinge Klartext reden. Oh. Tag, was soll das alles? Die Gerüchte um Adachi-san haben gestimmt, Kaito-san. Dieser Typ ist Abschaum. Hab ich dir nicht gesagt, dass du nicht mehr davon anfangen sollst, Tag? Das hast du, aber nur, weil ihr zwei schon lange kennt. Aber er ist nicht mehr der Alte. Yagami-san, wovon redest du? Stell dich nicht dumm. Ich habe deine ganze Unterhaltung im Kanrei mitbekommen. Du hast es auf die Grundstücke ab... Nee, du hast es auf ein Grundstück abgesehen und würdest deine Schläger auf die Tochter des Besitzers hetzen, um es zu kriegen. Nicht nur das. Du würdest auch die Vergewaltigung aufnehmen und das als Druckmittel gegen ihn benutzen. Ich denke, ich habe genug gehört. Wow, das ist hart. Verwechselst du da vielleicht irgendwas? Nein, das verwechsel ich überhaupt nicht. Sogar Kaito-san ist nur ein Handlanger in deinen Plänen. Kaito ist eingeschlafen. er ist noch da. Herrje, das klingt ja beunruhigend, oder? Ich glaube, Yagami-san liegt total daneben. Aber Kaito, du kennst mich doch, oder? Glaubst du, dass ich zu so schrecklichen Dingen fähig bin? Hast du dir mal deine Augen angeguckt, Junge? Kaito, vertrau mir. Komm mit, ich werde es dir beweisen. Okay. Ich wollte den Job, also werde ich mein Wort jetzt nicht brechen. Dein Wort, Kaito-san? Guck, wie bestürzt. Sorry, Tak, aber ich hab dir gesagt, dass du dich da raushalten sollst. Der Rest ist mein Problem. Ach, ist das so? Kaito! Dann sind wir hier fertig. Wir müssen los, Kaito. Klar. Er benutzt dich, Kaito-san. Ich lass nicht zu, dass er dich mit in den Abgrund reißt. Hast du mir nicht zugehört, Tak? Ich hab gesagt, dass du dich da raushalten sollst. Das werde ich verdammt nochmal nicht. Ich kenne die Wahrheit und kann das nicht länger ignorieren.
Und ich sag dir, ich brauche deine Hilfe nicht. Komm schon, Kaito-san. Also bist du bereit, so weit zu gehen, um mich aufzuhalten? Ah. Oh ja. Ich werde dir den Hintern versohlen, wenn ich muss. Warum musst du jetzt gegen Kaito kämpfen? Das würde ich nicht versuchen. Wann hast du mich das letzte Mal in einem Kampf geschlagen? Ach ja, nie. Ja, früher hatte ich nie eine Chance gegen dich. Aber diesmal... Diesmal kämpfe ich für eine gute Sache und ich werde nicht verlieren. Was ist das denn für eine Logik, Junge? Bist du in einem Videospiel? Ach, nein. Ach, na schön, große Klappe hast du jedenfalls. Aber wenn du dich mir in den Weg stellst, dann räume ich dich vom Tisch. Das wird wehtun. Ihr seht nicht aus, als wolltet ihr euch ernsthaft prügeln, will ich nur mal so sagen. Ja, das will ich sehen. Ich verpasse deinem Arsch eine Abreibung auf die eine oder andere Art. Ich werde mich nicht zurückhalten, Tag. Ah, Kaito hat einen Vornamen. Ich will dich nicht mit Kaito prügeln. Aber du musst dich mit Kaito prügeln. Aber Kaito ist ein Bosskampf. Kaito hat eine doppelte Lebensleiste. Ah nein, das mag ich nicht, Kaito. Und ein bisschen habe ich das Gefühl, als ob Kaito weiß, was abgeht und ihn eigentlich aufhalten will. Immer so. Das glaube ich auch. Kaito ist ja nicht dumm. Autsch. Volles Gesicht, Chinchilla-Style. Oh. Kann Kaito gefährliche Gefahren machen. Was? Gefährliche Gefahren? Besteht da draußen nicht raus? Ich würde ja gerne rausgehen, aber ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Es gibt eine Zeit und einen Ort, diesen Laden zu verlassen. Vielleicht der ist nicht hier. Heilen. Ja. Ich hab's auf dem Schirm. Ich wollte den Verband. Deswegen habe ich ein bisschen. Ja. Passt. Besser. Das verlorene Auto. Guckt das im Spiel? Ja. Wo denn? Ich hab keine Ahnung, aber da hupt dein Auto. Also wahrscheinlich, wenn die Leute den Weg blockieren. Vielleicht. Ja, hinter den Leuten. Habe ich gewartet, dass ich wieder voll ist. So, mein Freund. So viel zu dem. Aua, das hat weh getan. Das hat definitiv. Seit wann weißt du, wie man zuschlägt, Tak? Ha. Hab das wohl so nebenbei aufgeschnappt. Konnte ich dir wenigstens Vernunft ins Hirn prügeln? Ja. Ich hätte das ohne dich schaffen können, du Idiot. Ich hab von Anfang an klar gesehen. Du rastest immer noch nicht, Kaito-san. Was muss ich denn noch tun? Könntest du mal zuhören, Yagami? Mir fallen keine Alternativen mehr ein, wie ich es dir beibringen soll. Warum vertraust du mir nicht? Ich wollte nur nicht gegen dich kämpfen. Tak, hör zu. Na wirklich, Kaito, Schluss jetzt. Du kannst mich nicht beschützen, wenn du dermaßen verletzt bist. Tut mir leid, Adachi. Sieht aus, als könnte ich doch nicht mitkommen. Was? Dieser Sturkopf wird mich nicht gehen lassen. Oh. Wenn du willst, dass ich mitkomme, musst du Tag hier und jetzt deine Unschuld beweisen. Unschuld? Was denn? Bin ich jetzt automatisch schuldig? Du glaubst mir also nicht? Ehrlich gesagt kann ich nicht behaupten, dass ich das tue. Seit wir uns getroffen haben, hast du eine Menge verstörenden Scheiß von dir gegeben. Wie zum Beispiel? Komm schon, wenn man öfter zusammen einen heben, da sind dir etliche krumme Dinge rausgerutscht.
Ich hab Tack nicht gebraucht, um zu merken, dass du dich ganz schön verändert hast. Du hast ihn die ganze Zeit Verdächtigkeit, Hassan. Warum hast du mir dann... Ich hätte es trotzdem gerne selbst gesehen, Tack. Deshalb habe ich den Job angenommen, um es mit eigenen Augen sehen zu können. Wenn er in meiner Nähe irgendeinen Scheiß abgezogen hätte, hätte ich ihn aufgehalten und ihm den Arsch versohlt. Ich dachte, dass ich ihn vielleicht überzeugen kann, damit aufzuhören. Was zur Hölle? Das hättest du doch einfach sagen können. Ich habe versucht, dir zu sagen, dass es mein Problem ist, aber nein, musstest dir deine Nase reinstecken. Er hätte sich ein bisschen klarer ausdrücken können. Nicht, ja. Ich glaube, dass das irgendwas geändert hätte. Also, Adachi, raus mit der Sprache. Hast du irgendwas zu sagen, das Tax Geschichte widerspricht? Ach, ich verstehe schon, was hier läuft. Wie schön, dass man Freunde hat, nicht? Ah, du hast versucht, mir zu helfen. Wie rührend. Darf ich das als ein Nein verstehen? Kaido! Weißt du was, Kaido? Was ist mit seinem Gesicht passiert? Das ist ihm ganz runtergefallen. Du gehst mir auf den Sack. Du hast noch nie verstanden, wo du hingehörst. Ein Idiot wie du sollte einfach Anweisungen befolgen und nicht selber nachdenken. Hm? Ich hab Arbeit für euch Jungs. Kann sich nicht mal selber prügeln. Okay, Hinschläger. Ihr wisst beide zu viel. Bleibt keine Wahl. Hast du einen Plan, Kaito-san? Ich kann nicht fassen, dass ich diesen Typen das mit mir habe machen lassen. Du hast später noch Zeit für Grübeleien, Kaito-san. Aber wir können das hier gerne gemeinsam zu Ende bringen, jetzt. Oh. Ja. Sorry, aber ich glaube, ich brauche hier deine Hilfe. Super. Dann ist jetzt Zeit für das übliche Gekloppe. Kaito! Wir hatten unseren Spaß, Kaito, aber was soll ich sagen? Du hast unsere Freundschaft einfach ruiniert. Oh, er kämpft doch mit. Mit seinem hässlichen Gesicht. Du musst aufpassen. Oh, ich bin gar nicht geheilt. Nee, du bist nicht geheilt. Aber dich, der räume ich schon mal aus den Füßen. Was essen wir denn jetzt mal Schönes? Ihr habt ja Zeit mitgebracht. Also das da und das da. Und davon ein bisschen. Perfekt. Tonkatsu würde ich jetzt auch. Ja, ein eingefrorenes Schnitzel. Aber nichts mehr, womit man es panieren könnte. Hey! Das ist schon mal ein geiler Move, Kaito. Muss man ja sagen. Ich habe ihn fliegen geschickt. Miep, miep. Hey, komm schon, Kaito. Reden wir noch mal drüber. Ich habe einen netten Haufen Kohle zur Verfügung. Kriegst du es davon ab? Wir sind doch Freunde, oder? Wir könnten immer noch Partner sein. Geh mir aus den Augen, Adachi. Wenn ich deine Fresse nochmal sehe, schlag ich sie dir ein. Kaito. Schlurf. Ja. Sicher, dass es eine gute Idee war, ihn gehen zu lassen, Kaito-san? Ja, niemand kann ihn von der Schwere seiner eigenen Taten retten. Was mich angeht, keine Ahnung, warum ich nach einem Partner gesucht habe. Ich hatte die ganze Zeit schon einen. Hm? Partner? Was? Aber. Tag. Ich habe dir mehr zu verdanken als jedem anderen. Also lass mich nicht hängen. Kriegen wir jetzt eine Männerumarmung? Kommt schon, nehmt euch in den Arm, habt euch lieb. Wehrt euch nicht, Kaito-san. Naja, immerhin. Ja. Soll ich dich trösten? Guck mal, da kann er auf einmal lächeln. Oh.
Nein, verdammt. Das ist nicht so unser Ding. Verdammt, zu viele Hintern versorgt für heute. Ich hau mich erstmal aufs Ohr. Bis später. Gut, sich auf dich verlassen zu können, Kaito-san. Ah, aber eine Umarmung hätte gepasst. Ja, schon. Die zwei sind so niedlich. Oh. Sugiura, aber... Kajihira-no-ken-shirabeta-yo-sugu-aeru-kana. Leider ja. Nein, ich warte nicht. Pause. Oh, wir könnten, wo wir uns gerade hier geprügelt haben, noch eine Kleinigkeit essen. Ja. Perfekt. Bevor wir uns mit Joker treffen. Hey, Kumpel. Ich war letztens in den Bergen spazieren und da habe ich ein wunderschönes Stück Holz gefunden. Ich wollte es eigentlich hier aufhängen, aber der Geruch scheint die meisten Gäste zu stören. Wow, das sieht wirklich toll aus. Kann ich es vielleicht für irgendwas gebrauchen? Meinen Sie, ich könnte es vielleicht haben? Aber gerne doch. Der eine schenkt mir schmutzige Lappen und der andere schenkt mir Holz. Schön. Vielen Dank. Und 4-blättrige Kleeblätter nicht vergessen. Oh, stimmt. Ich gehe gerne in die Berge. Falls ich also nochmal ein Stück Holz finde, bringe ich es Ihnen mit. In den Bergen gibt es ja nicht so viel davon. Ich möchte gerne essen, Junge. Weißt du, die Leute sind so ein bisschen wie meine Oma. Du hast einmal gesagt, dass du das magst. Ja, so, was nehmen wir denn? Ein bisschen gesalzene Rinderzunge. Das passt schon. Das klingt irgendwie salzig. Da stehen wir drauf. Wir sind ein bisschen salty. Aber Mann, war das niedlich. Mhm. Ah. Er hat sich so viel Sorgen um Kaito gemacht. Ich meine, wir machen uns auch viele Sorgen um Kaito. Es wäre echt traurig gewesen, wenn Kaito jetzt... Aber ich halte Kaito immerhin nicht für so massiv dumm. Nein. Man darf nicht vergessen, dass er, naja, der Next in Line war eigentlich. Ja, haltet hier den Verkehr auf, ihr Volldeppen. Oh no. Der schon wieder. Oh no. Oh no, oh no. Da konnte das Auto ein Stückchen vorfahren. Ich versuche ja schon, die Straße frei zu räumen. Da hat ein Messer. Siehst du, ist frei. Der Kranich ist so fußlastig. 8000 Yen, immerhin. Ein bisschen Geld verdient. Da hinten ist noch was. Warte. Da wollte ich hin. In den Angelladen. Natürlich. Alle können ja angeln, nur wir nicht. Schon gemein. Finde ich ein bisschen gemein. ちょっとより早かったんじゃない?矢神さん。ああ。そっちは?梶平と大臣の件、何か出た?まあ、噂レベルだけどね。手応えありって顔だ。うん?梶平と風見大臣はね。なんと。 あの創薬センターのことで密会してたんだよ。 何?何年か前から
Kajihira Group war degai Saikai-Hatz-Kekaku und tatete. Oh, wir haben geangelt. Junbi steht an da. Tonai no. Aru Hiroi Tocho, Adenishte, ne? Sorega Koko. Soyak Center, ka. Dake janai yo. Sono Shuhen mo. Seikak niwa. Idiot System Sangyo Kai-Hatz-Kiko no Shikichi Zembe. De. Sore o Kandi Steiru no ga Kosei Rodo Sho Data Tewake. Für das Umgestaltungsprojekt von Kajihira braucht die Firma also Grundstücke des Gesundheitsministeriums. もともと閉鎖って話はずっと前からあったみたい。医療システム産業開発機構ってその組織はさ、日本の高齢化に備えて研究を進めるって触れ込みだったわけ。ところが維持費が。がっかりフィッシュドリン。うん。もう成果なし。ずっと税金泥棒って言われてた。ま、もともと天下りの受け皿みたいな緩いとこだったんだよ。そうか。 じゃあ、もしそこへ大臣が閉鎖と言い出せば、一気に潰そうって流れになるだろうね。でも大臣の顔も潰れるんじゃねえの。とんでもない手数料が入れば気にしないんじゃない。とにかく梶平は大臣に取り入って、もう大体話をつけてたみたい。この時点で増収割り。しかもだよ。 Er braucht also nur noch das Okay vom Gesundheitsministerium. わかりやすいお職だな。でもさ、やっぱ神様は見てるんだよね。ある日、カジヒラの再開発計画は突然白紙に戻されたんだ。 創薬センターを閉鎖できない事情ができてね。その理由がこれ。アドデック9の論文発表。うん。この認知症の薬は世界にとって絶対の正義だからね。風見大臣はすぐ手のひら返してアドデック9を褒めちぎってた。だから当然創薬センターとかの閉鎖話は立ち消え。梶平との密約なんてなかったことにした。 カジヒラは大臣から梯子を外されたわけか。うん。再開発に備えてた投資分もろもろ、かなりの金を回収できなくなったんじゃない？アドデックナインのことは相当恨んでいると思うよ。なあ、お前これどうやって調べたんだ？さっき頼んだばかりだぞ。ああ、やっぱ言わなきゃダメか。うん？ 実は今僕が言ったことは全部ネットの記事に出てたんだよ。1年も前に。面白い記事だったけど決定的な証拠がなかったのかな。ゴシップ扱いで話題にならなかったみたい。これは全部デタラメかもな。なんで？この記事書いた服部って記者めっちゃ嫌なやつだ。 Kajihira hat wegen dieser MMEZ-Geschichte eine Menge Geld verloren. Aber hat das irgendwas mit dem Morden an Shintani und diesen Kyurei-Typen zu tun? Lässt der Gesundheitsminister jetzt die Handlanger von seinem Ex-Partner umbringen, damit er keine Probleme mit seinem Ex-Partner bekommt? Ist das das, was da gerade abläuft? Es hört sich ein bisschen so an, ja. Aber warum der Mord an dem Mann im Krankenhaus? Das weiß ich nicht. War das von den... Naja, von der KI... Also von der Baufirma.
Und wieso hängt der Journalist eigentlich überall mit drin? Ich meine, wahrscheinlich, weil sie keinen zweiten machen wollten, aber... Naja, er ist immerhin Journalist. Ja, aber das sind schon zwei sehr unterschiedliche Felder, die ihr betreut. Hier wollte ich ja niemals mit dem Auto durch. Warum nicht? Ständig liegen da irgendwelche Toten auf der Straße. Oder es prügeln sich irgendwelche Leute. Mann, die waren echt reich. Davon mehr bitte. Die Toten stehen auch wieder auf. Spawnen neu rein. Ist alles gut. Deinem Auto passiert nie was, egal wie sehr die sich prügeln. Halt. Ich habe auch ein Talent, hier dran vorbeizurennen. Entschuldigung, muss nochmal an dir vorbei. Ich habe meinen Aufzug verpasst. Guten Tag, hallo, hallo. Ore? Yagami-san? Hattori wa? Mou kekkou mae ni kaerimashita kedo. Sokka. Hontou ni Hoshino-kun ga opparatta no ka? Toyou yori wa Saori-san no chinmoku ni taerare nai. Sore ya kitsui na. Diese Frau ist so geil. Ja. Sore yori. Hm? Mafuyu. Shintani-sensei no okuyami o ii ni kita no. Sono tame dake ja nai de shou. Yagami-san ni chokusetsu tsutaetara. Ich habe Angst. Ein bisschen.泉田検事が矢上君の逮捕に動いてるみたい。新谷先生。そうですね、ノイ。ああ。そういえば黒岩って、でかも俺を重要参考人だって引っ張りに来た。何がどうなっているの？なんだよ、それはこっちのセリフだろ。一応聞くけど矢上君。やってないよね。俺が？新谷を？うん。やってないよ。 よく聞けるな、そんなこと。仕方ないでしょ。検事なんだから。人を疑うのは仕事上の務めです。で、泉田が俺を疑う根拠は何か証拠でもあんのか。どうかな。なんか私ハブにされてるから。ただ森田検事生まで矢上君を疑ってるみたい。嫌われてんだな、俺。 さすがに好き嫌いで動くほど検察は感情的じゃないはずだけど、まあ矢上君がやってないって言うなら安心した。それでも何かあったら連絡して、私で力になれることがあれば言ってほしい。ありがとな。またね。源田先生にもよろしく。 Da war nichts viel Neues dabei. Ich glaube, sie hat einen Fall für dich. Das habe ich gesehen. Ja, Gamisan, kann ich Ihnen helfen? Haben Sie Arbeit? Saori-san, haben Sie Arbeit für mich? Hier ist alles, was wir derzeit haben. Geisterjagd. Das ist nicht viel. Ich habe vor, nächsten Monat in eine neue Wohnung zu ziehen, doch angeblich spukt es dort. Im Mietvertrag wurde davon nichts erwähnt. Bitte beweisen Sie, dass es den Geist gibt. Kommen Sie nachts zum Quadra Garden im Erdgeschoss des Hotel New Deborah. Ich warte dort in einem Kapuzenpullover mit einem Herzmuster. Was? Manche Leute tun alles, um die Miete zu drücken, hä? Okay. Ruf auf Stufe 40 oder höher. Dein Ruf ist noch nicht besonders gut, hä? Nee. Gib da draußen dein Bestes. Warum ist mein Ruf so schlecht? Weiß ich nicht. Kann den Raum nicht verlassen.
Muss man mit dem Kleinen reden. Kajihira war Kasami-Daijin, die Soyak-Center noch Heisa und Hataraki kaketeta. Kajihira noch Saikai-Hatz war Center noch Tochiwa Atekondetanda. Tokoroga, Adodeck 9 noch Happiode Zenbu Gohasan. Kajihira war Ozon und Kakai-Konda. Tschotto, sorry. Tja, Kajihira und Soyak-Center, mechakcha Kankei-Stetandeska. ハットリの記事によるとそういうことらしい。ハットリさんってさっき来てた。だからその裏を本人に聞いてやろうと思って来たんだけどな。なるほど。会いたくない時はしつこく付きまとってくるのに。本当あいつとは相性が悪いよ。やつ感じの。なんてテレフォン Klingelt。もしもし。宮上さん。杉浦。 ね、今現場事務所から女の人が出てったよね。ん？ああ、真冬のことか。名前は分かんない。でも綺麗な人。何やってんだお前。俺をつけてたのか。説明は後で。今そのマフィーさんがヤクザにつけられているよ。お。え？ヤクザは4人か、もしかしたらもっと。僕どうしたらいい？ ほっといちゃまずいでしょ。すぐそっちに行く。今どこ？法律事務所から劇場前通りに向かって。急いでよ、八神さん。僕一人じゃどうにもなんないからね。おー、ノー。八神さん、まだ？今どこ？現場事務所出たばっかりだよ。真冬は。 Wie unauffällig. Die hält auch nur das Telefon ans Ohr, damit sie niemand anspricht, oder? Ja! Na, wakatta. Nanka, kanojo tsuketeru yakuza fuetaru mitai. Yonin dokoro ja nai kamo. Yakuza kenji o nerau tte. Doko no kumi da? Sore wa mada wakannai kedo. Tonikaku, Yagami-san mo isoide ne. Hä, wenn du aufhören würdest zu quatschen? Geheimnisvoller Angreifer. Ich muss das Messer aus der Hand getreten. Hat aber schön gewartet, bis du die Pylone in der Hand hattest. Yep. Und da ist sie zerschellt. なんで真冬狙ってんだ。まだまだ終わっとらんでいい。よう、どうしたタボ。お、カイトさん。面白そうなことやってんじゃねえか。手貸すぞ。何やと。ちょうどよかった。ここ頼むよ。こいつらの仲間がマフィを狙ってる。マフィちゃんが？こいつらの仲間に？ とにかく、あとよろしく。そっか。真冬ちゃんを狙ってね。おお。じゃあ、お前らは。俺をたっぷり可愛がってやる。あ、踊り。Da ist er gar nicht mehr so sicher.
作者本ワオワオ。聞こえる？まだなの？杉浦、真冬は無事か？うん、今中道通り。真冬さんをつけてるヤクザは、うん、多分4人。ちょっと僕の手には負えない感じ。わかった、こっちも中道通りに入ると。急いでね。もしもし、ヤカミさん、気をつけて。ヤクザたちがそっちに気づいたみたい。Man kann nicht für zwei Schritte gehen. わかった。お前は真冬を見ててくれ。Geheimnisvolle Schläger. Er hat ein Messer aus dem Nichts gezogen. Das ist voll Blut am Auto. Da ist es weg. So, noch jemand ohne Fahrschein. Oh oh. Euer Fluchtfahrzeug ist davon gelaufen. Yagami, komm her! Müssen wir jetzt mit ihr kämpfen, weil sie an unserem Arm klebt? Ich habe keine Ahnung, aber das war eine seltsame Situation. Oh nein, ich muss bestimmt drücken. Ja, ich kämpfe mit ihr, wie schön. Sie ist deine Waffe. Ah, genau, setz sie mal da ab, den Rest machen wir. Er hat sie schwindlig gedreht. Oka und Ochi. Seid ihr irgendwie miteinander verwandt? Ey, Pylonen sind mein Ding. Boostern. Egal wie auf die Dreieckbrücke, er will sie irgendwie nicht. Ich muss dich ja heilen, glaube ich. Da kommen noch mehr. Vielleicht sollte ich mich heilen. Ich hatte gedacht, die beiden, die kriege ich doch schon so platt. Aber. Nein, da kamen plötzlich noch mehr. Die vermehren sich rasant. Nein, ich will schon essen. Steht das automatisch auf Nein, wenn ich jetzt essen kann? Ich kenn mich aber schlecht. Hey, du spielst deinen männlichen Charakter. Essen die nicht auch gerne? Nein. Ich bin mir sehr sicher, du kannst schlecht kochen. Ja, aber... Es geht ja nicht um Kochen, es geht ums Essen. Ich glaube, Leute, die schlecht kochen, essen auch oft, weil ich kann nicht gut kochen. Vergiss es. Leute, die schlecht kochen, suchen sich jemanden, der kochen kann und essen dann die ganze Zeit. Nur noch den Mirsta. Sollte sich auch wieder heilen. Es blinkt rot. Ach, es stresst mich nicht. Jetzt blinkt es nicht mehr rot. Kann ich weiter essen.
gerade gegessen, Junge, ja? Halt dich ein bisschen zurück. Ich wollte eigentlich die Pylone haben, aber irgendwie wollte er nicht nehmen, als ich ihm gesagt habe, er soll sie nehmen. Alter, der Typ ist nervig. Der ist nicht schlecht, ja? In so einem seltsamen Anzug. Nein. Entschuldigung, Passant. Mann, Mann, Mann. Der war jetzt aber nervig. Nervig. Ja, du musst mich nicht schütteln.泉田健二、藤井です。矢神さん、さっきのヤクザたち、教令会だよ。何人か刑事アートで見た顔がいた。教令会が？何でマフィーを？だからそれを直接聞いてやろうよ。矢神さんもすぐこっち来れる？いや、彼女は安全なところに連れてった後だ。また連絡する。私なら大丈夫。 泉田健二が警官を迎えによこしてくれるって。教令会って関西のヤクザでしょ。その連中が私を狙ったの。そうらしい。理由は多分。Weil du süß bist, weil du mich kennst, um Rache an den Staatsanwaltschaft und der Polizei zu nehmen. Weil du mich kennst. Ich glaube, das geht persönlich gegen ihn. Ja, es kann sein. Ich wüsste nicht, warum sie sich an der Staatsanwaltschaft und der Polizei rächen sollen. Hm. Den Grund werden sie schon haben. Ja, sie können dich nicht leiden. Das ist der größte Grund, den sie haben. Ich glaube, niemand mag dich besonders. Ich mag ihn besonders. Ja, aber in dieser Welt mag ihn niemand besonders. Das ist ziemlich gemein. さっき顔殴られてたよな。大丈夫か？もう二度とこんなことがないようにする。教令会と話をつけてくれ。そんなの危ないんじゃないの？私なら大丈夫。もう神室町には近づかないようにするし。そうだよ。八神君もこの際少し町を離れたら。 Ich würde denen ja nicht vertrauen, so wie der eine um die Ecke geguckt hat. どうして今追ってるモグラが3年前の事件とつながってきた。3年前のって大久保新平の？ ああ、モグラに殺された新谷が
創薬センターの小野って研究員に連絡を取ろうとしてたんだ。その小野は大久保の事件で検察側の目撃証人だった。それだけ？俺もまだパズルのピースを集めてるとこだよ。でもそれを解くまではもう前に進むしかない。そっか。3年ぶりかな、八神くんのそんな顔。ん？人参を目の前にした馬みたいな。は？生き生きしてるって感じ。Er sah lebendiger aus, als er sich um Kaito Sorgen gemacht hat. Ja. Moshi. Sugiura? Yagami da. Mou gokeru. Sochi wa ima doko da? Kekkyoku wagon wa Kamuro-chou kara denakatta yo. Furui kyabare de minna oritetta.公園前通りにある本丸園って店。本丸園。海藤さんも向かってくれてる。よし、分かった。すぐに行く。Das wird eine Nebenquest. Da oben ist die Hauptquest. Nick.Auf dem Weg. Ja. Wir müssen nur ein bisschen quer Feld einlaufen. Ja. Den längsten Weg dahin wählen, den wir finden können. Das ist unsere Vermieterin. Oh, verdammt, sie ist bestimmt sauer, wenn wir nicht irgendwann mal einen Schlüsseldienst annehmen.Wir haben einfach viel zu tun in dieser Stadt. Oh, hallo Leute, Freundchen! Prügel, 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 Prügel. Ja, ich sollte was essen. Ich weiß nur noch nicht genau wo. Weil hier nicht. Unser Ruf ist echt schlecht.Solltest da was dran ändern. Kein Wunder, dass du keine Fälle kriegst. Oh, wenn du eh einen großen Umweg läufst, kannst du auch noch mal in deiner Wohnung vorbeigehen und gucken, ob es zu den dreisten drei was Neues gibt. Aber ich glaube, da wäre Fritjof sehr böse, wenn er nicht dabei ist. Ja, schon.Ach, dann esse ich erstmal sowas, damit wir wieder ein bisschen Energie haben. So. So, und jetzt können wir da lang.Sorry, sorry, sorry. Miep, miep. Unsere Vermieterin. Miep, miep. Slalom. Ich bin an dem Punkt vorbei. So mein Ding gerade. Ich vergesse, während ich laufe, wo du hin willst. Wo ich hin will.Oh, das ist der Herztypi. Ha! Hilfe! Ich brauche einen Dolmetscher! Dolmetscher? Was redet sie denn da? Hallo. Hey, ist alles in Ordnung? Nein, überhaupt nicht! Ich verstehe nicht, was der Herr da sagt. Bitte helfen Sie mir! Entschuldigung, aber können Sie mir sagen, wo das WC ist?Mein Englisch ist eigentlich ganz gut. Vielleicht sollte ich das hier übernehmen. Hey, er will nur wissen, wo die Toilette ist. Oh, die ist vor dem Café. Auf Englisch heißt das. Sie ist direkt vor dem Café. Sie können es nicht verfehlen.
wunderbar, vielen Dank. Das lief doch gut. Hoffentlich ist mein Englisch nicht so sehr eingerostet. Es tut mir leid, mein Herr. Dieser andere Ausdruck hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich dachte, im Englischen gäbe es nur ein Wort für Toilette. Naja, immerhin beherrschen Sie die Grundlagen. Manchmal ist es auch sehr schwer, das richtige Wort zu finden. Ja, ich mag die Sprache zwar sehr, aber ich studiere sie noch nicht allzu lange. Verstehe. Sie sind also Studentin? Ja, ich studiere an der Uni. Ich überlege schon länger, nach meinem Abschluss mal im Ausland zu arbeiten. Deshalb habe ich auch den Job hier angenommen. Ich dachte, so bekomme ich etwas Sprachpraxis. Sie wissen schon, weil Hotels häufig ausländische Gäste haben. Keine schlechte Idee. Machen Sie weiter so. Da verbessert sich bestimmt auch Ihr Englisch. Ja, danke für die Nachhilfestunde heute. Oh, und verraten Sie mir noch Ihren Namen? Yagami. Klar, ich bin Takayuki Yagami. Du bist wichtig genug, dass ich dir meinen tollen Namen gebe. Mit der kannst du anwandeln. Wahrscheinlich. Und ich bin Kaede Sanada. Es hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ebenso. Also, bis dann und bleiben Sie dran. Das werde ich. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Wir können zumindest mit dir anfreunden. Ja. Mit dem da, der hatte sich hier angekündigt. Das ist der Typ, den wir eigentlich suchen. Der hatte sich hier angekündigt. Hallo. Entschuldigung, sind Sie Shimazu-san? Ich bin Yagami, ein Detektiv. Hi. Ja. Mein Name ist Mamoru Ishimasu. Ich habe auf Sie gewartet, Yagami-san. Du hast ein Allerweltsgesicht. Gut, da bin ich. Was kann ich für Sie tun? Gut, dass du diesen Hoodie anhast. Deswegen hat er ihn wahrscheinlich angezogen. Sie haben einen Auftrag für mich, richtig? Ja, So. Sie müssen einen Geist für mich fangen. Nein, mal ganz ehrlich, ich kenne jemanden, der sieht exakt so aus. Was? Das müssen Sie mir näher erklären. Also, ich ziehe nächsten Monat in ein neues Apartment. Und ich habe gehört, dass es von einem Geist heimgesucht werden soll. Sie gehen davon einem Gerücht aus. Ja. Als ich mich mit meinen Nachbarn vorstellen wollte, haben sie alles darüber erzählt. Offenbar kann man nachts die Stimmen einer weinenden Frau in meinem Zimmer hören. Warum muss eine weinende Frau gleich übernatürlich sein? Das ist nicht alles. Eine Frau soll durch die Gänge geschwebt sein, ganz in Weiß gekleidet und mit pechschwarzem Haar. Weil sie Angst hatten, haben meine Nachbarn nachgeforscht und herausgefunden, dass eine Frau dort gelebt hatte. Okay, so langsam wird's auch für mich gruselig. Aber der Vermieter sollte doch bei solchen Vorfällen den Mieter in Kenntnis setzen. Er hat nichts davon erzählt. Verstehe. Eigentlich wollte ich zusammen mit meiner Freundin dieses Apartment einziehen. Wir waren in einer Fernbeziehung. Dann hat sie gekündigt und ist hierher gekommen, um mir Glück zu versuchen. Wir haben die Wohnung sogar zusammen ausgesucht. Etwas teuer, aber ansonsten perfekt. Ach, das ist sie. Ist sie nicht wunderschön? Sie heißt Yukako. Die Wohnung? Gott. Die ist sehr schön. Ja, tja, absolut. Ich schätze, Sie wollen Ihre Beziehung nicht in einem Apartment aufbauen, in dem es spukt. Einfach mal nichts dazu sagen. Ja. Aber natürlich wollen wir das. Wie bitte? Wenn wir beweisen können, dass dort ein tragischer Unfall passiert ist, können wir den Preis drücken, richtig? Moment mal, der Geist macht Ihnen nichts aus, solange der Preis stimmt. Was ist mit Ihrer Freundin? Keine Sorge, sie kriegt das überhaupt nicht mit. Sie würde einen Geist nicht bemerken, wenn er sie anniesen würde. Auch schön. Verstehe. Dann verstehe ich das Problem nicht. Ich hatte doch gerade gesagt, er will Geld sparen. Wo komm ich da ins Spiel? Ich möchte, dass sie herausfinden, ob es im Apartment wirklich spukt oder nicht.
Ansonsten ziehe ich nicht ein. Ich ziehe nur in einen Fußspuck. Okay, ich gebe mein Bestes, schätze ich. Das wird sie 80.000 Yen kosten. Geisterzuschlag. Geisterzuschlag. Kein Problem. Ich freue mich auf die Ergebnisse. Wissen Sie was? Lassen Sie mich meinen Vermieter anrufen, dann arrangiere ich gleich eine Überraschung, Übernachtung für Sie. Eine Überraschung ist auch schön. Was? Eine Übernachtung? Natürlich. Der Geist wird sich wohl kaum zeigen, wenn Sie nachts nicht im Zimmer sind. Klar, Schätze. Ich werde es mal versuchen. Also wenn ein Geist in einer Wohnung ist und niemand ist da, den er bespuken kann, existiert der Geist auch nicht. Nee. Da bin ich immer gespannt. Ich hoffe, ich habe sie nicht warten lassen, Shimasu-san. Überhaupt nicht. Das ist Hasegawa-san, mein Vermieter. Sie sind einfach zu stur, Shimasu-san. Ich habe ihnen tausendmal gesagt, dass es hier keinen Geist gibt. Deswegen habe ich einen Profi angeheuert, der das feststellen kann. Klasse. Ist ja auch so eine Art Medium. Nein, ich bin Yagami, ein Detektiv. Super, ein Detektiv. Na schön. Ach, könnten Sie diesen Geisterunsinn ein für alle Mal aus der Welt schaffen? Wie sagt man so schön? Jeder Hund nach dem Schatten eines Wolfs. Hallo. Nur um sicher zu gehen. Es gab keinerlei Vorfälle in diesem Zimmer. Einen Unfalltod zum Beispiel? Nein, unmöglich. Diese Immobilie wurde komplett renoviert und das Grundstück stand leer, bevor sie gebaut wurde. Ohne die Untersuchung sind diese unverschämten Behauptungen doch haltlos. Dann lassen Sie mich sehen, was ich herausfinden kann. Und ich melde mich, wenn ich fertig bin. Arbeitet Ihre Detektei immer mit Verrückten zusammen? Ach egal, hier sind die Schlüssel. Viel Glück heute Nacht. Danke. Darf ich die Schlüssel behalten? Ich habe auch das Wasser, den Strom für Sie angestellt. Ich habe nicht so wirklich Lust auf das hier, aber ich sollte den Raum absuchen. Und ja, seine Detektei arbeitet immer mit Verrückten zusammen. Alle seine Kunden sind Verrückte. Hier ist nichts. Ziemlich normal für ein leerstehendes Apartment. Ist ganz nett. Ja. Hab sonst nicht viel zu tun. Also durchsuche ich wohl mal das Zimmer. Schuhe ausziehen, gut. Geister, wie war das mit dem Schatten eines Hundes? Tja. Schätze ich, sollte mich zuerst nach Anzeichen für einen Einbruch umsehen. Geschlossen und verschlossen. Ich glaube nicht, dass jemand durch diese Fenster reinkommen würde. Du hast noch eins. Die Fenster sind geschlossen. Verschlossen. Ja. Und die Eingangstür sollte verschlossen gewesen sein, bevor der Vermieter sie geöffnet hat. Warum sollte hier irgendjemand einsteigen, bevor jemand drin wohnt? Ein Hausbesetzer vielleicht? Dieses Fenster lässt sich nicht öffnen. Von hier aus kommt niemand rein. Und auch niemand raus. In der Stube war was. Da. Offenbar ist das Wasser angestellt. Es ist nass hier. Sogar eine kleine Lache. Das bedeutet wohl, dass es oft genutzt wird. Da. Was ist das denn? Der Ohrring einer Frau? Was hat der hier verloren? Ermittlung abgeschlossen. Oh, schon fertig. Hallo? Dokoda. Ein Ohrring und Anzeichen dafür, dass jemand das Wasser benutzt. Wo besteht da eine Verbindung? Daraus lässt sich noch nichts schließen. Ziemlich langweilig hier. Außer Selbstgesprächen und Ratespielchen bleibt mir nicht viel übrig. Leg dich hin und schlaf. Ja. Was war das?
eine Frau in einem weißen Kleid. Was? Huch. War das... Das kann kein Geist gewesen sein, oder? Es hatte Beine. Jetzt oder nie, ich muss es schnappen. Was sagt ihr, dass ein Geist keine Beine haben kann, Yagami? In seiner Welt haben Geister keine Beine. Der Geist kann ganz schön schnell laufen. Ich habe da nichts gesehen, Entschuldigung. Ich wollte gerade schon sagen, diese Renneinlagen sind überhaupt nichts für mich. Hey, ich war am Ausweichen. Ich war am Ausweichen. Ach, er wollte da lang, ich wollte in die andere Richtung. Aber schön, wie er hingefallen ist über seine eigenen Beine. Ich hab dir doch gesagt, Junge, die sind zu lang. Aber was sind schicke lange Beine? Das lässt ihn richtig gut aussehen in dem Anzug. In dem Anzug? In der Jeans aber auch. Ja, schon. Der Junge ist schon ein gut aussehender Junge. Ja. Puh. Aber was schön ist, sie haben eigentlich für ähnliche Aktionen immer dieselben Knöpfe. Wer sind sie? Ich bin Detektiv. Was haben sie in diesem Zimmer verloren? Das ist immer nicht mehr abgeschlossen. Dieser Ohrring gehört Ihnen, oder? Haben Sie überhaupt bemerkt, dass Sie ihn verloren haben? Ich schlage vor, Sie machen den Mund auf. Ansonsten kann ich auch einfach die Polizei rufen. Ich bin ein Geist. Ich kann nicht reden. Schon vergessen. Na schön, dann reden wir nicht. Ich sollte Shimasu-san und den Vermieter davon in Kenntnis setzen. Hallo, was gibt es, Yagami-san? Tut mir leid, dass ich so spät noch anrufe, aber ich habe ihn gefangen, unseren Geist. Was? Also hat es wirklich gespukt? Und Sie haben das Gespenst gefangen? Ja, aber es redet nicht. Könnte ich Sie bitten, herzukommen, um Ihren Vermieter anzurufen? Sie müssen hierher kommen, damit Sie den Vermieter anrufen können. Das geht nicht von... zu Hause. Nein, auch den Vermieter nicht mitbringen, nur anrufen. Genau. Okay, wir kommen so schnell wie möglich. Yagami-san! Ist das das Gespenst? Herrje, seit wann laufen Gäste denn ganz normal auf Beinen? Was habt ihr alle mit den Beinen? Habt ihr noch nie einen japanischen Horrorfilm geguckt? Die haben alle Beine! Nein. Japaner in Japan, keine japanischen Horrorfilme. Ja. Was? Ups. Bist du das, Yukako? Yukako, Sie kennen sie? Das ist meine Freundin, die eigentlich in Akita sein sollte. Aber ihre Haare. Du Depp, das ist eine Perücke. Yukako, was hast du dir dabei gedacht? Sie wollte den Preis drücken. Ja. Yukako-san, es ist Zeit, reinen Tisch zu machen, finden Sie nicht? Das Zimmer ist einfach zu teuer. Und wenn wir beweisen könnten, dass es darin spukt, könnten wir es billiger kriegen, oder? Sagen Sie nicht, dass Sie das deshalb getan haben. Ich fürchte schon. Mein liebster Mamoru, ich wollte dir nur Last von deinen Schultern nehmen, doch für mich sorgen zu müssen. Also bin ich etwas früher in die Stadt gekommen als geplant. Mir fehlen die Worte. Die ganze Arbeit. Nur dafür. Der Vermieter. Yukako, du. Meru-chan!
Du hast es alles für mich getan. Was für eine wundervolle Frau du bist. Mein kleiner Melonenkuchen. Melonchan. Ei. Was? Mamoru, mein Zuckerschnäuzchen. Ich würde für dich sterben. Ich liebe dich, mein Fläumchen. Ich werde dich lieben, bis das der Tod. Warum schaffen sie es eigentlich immer, dass es sehr schnell eine Schwelle überschreitet, wo es körperlich wehtut, was sie da machen? Ich habe keine Ahnung und ich kann dir garantieren, die machen das mit purer Absicht. Ja. Nein, unsere Liebe wird sogar den Tod selbst überdauern. Und die machen sich damit über alles lustig. Ja. Okay, ihr zwei. Ich würde euch ein Zimmer empfehlen, aber wie sind sie eigentlich an den Schlüssel gekommen? Ich habe beobachtet, wie der Vermieter ihn hinter dem Gaszähler im Gang versteckt hat, als ob ich ihn nachmachen lassen. Oh, dort legen sie ihn vermutlich hin, bevor neue Mieter einziehen. Shimasu-san, hatten sie wirklich nichts damit zu tun? Hatte er nicht. Ich habe ihm nichts davon erzählt. Ich hätte nicht erwartet, dass er einen Detektiv engagiert. Du hättest es mir sagen müssen, Baby. Aber ich wollte dich da nicht reinziehen. Oh, mein Erdbeerküchler. Ich wusste ja nicht, dass du dich so sehr um mich sorgst. Leute, in 20 Jahren schmeißt ihr euch das Geschirr um die Ohren. Ja. Wenn das so anfängt, geht das nicht gut aus. Uff, ich will eurem zarten Moment hier nicht im Wege stehen. Aber ihr müsst wissen, eure Mietperiode hat noch nicht begonnen, also ist das hier eigentlich Einbruch? Das? Deshalb wollte ich dich ja nicht darin verwickeln, mein Liebster. Ich schätze, der Rest hängt von eurem Vermieter ab. Hasegawa-san? Er ist kaputt gegangen. Das stimmt hier nicht. Sind sie beide wahnsinnig? Nein, aber wir sind wahnsinnig verliebt. Das ist das Einzige, was hier wahnsinnig ist. Das Einzige, was hier wahnsinnig ist, ist die Welt. Die Mietpreise hätten nie so hoch steigen dürfen. Shimasu-san, ich werde sie nicht verklagen, aber auf keinen Fall werde ich ihnen das Apartment vermieten. Was? Aber der Vertrag? Zur Hölle mit dem Vertrag! Sie haben versucht, den Preis zu drücken, indem sie einen Detektiv angeheuert haben. Und der erwischt ihre Freundin dabei, wie sie uns alle mit ihrer Geistergeschichte in das Licht führen wollte. Ich verstehe schon. Sie sind eifersüchtig, weil wir so unsterblich von Gott verliebt sind, nicht wahr? Shimasu-san. Vielleicht sollten sie gehen, solange sie noch können. Ja. Keine Sorge, Mamoru, wir kommen schon klar. Was meinst du, mein Honigbärchen? Bäckchen, oh Gott. Wir müssen nur ein Zimmer finden, in dem es spukt. Kein Geist der Welt. Gott! Kann dir mal jemand wieder zurechtrücken? Beide! Das wird das Leben schon machen. Du hast so recht, Baby. Das Leben ist wunderbar. Ich dachte eigentlich, dass ihr älter werdet als das, was ihr da abzieht. Die haben ihre Meinung aber schnell geändert. Was macht ihr da? Die beiden sind verrückt. Ich hoffe, ich sehe die nie wieder. Sehe ich genauso. Was zur Hölle? Immerhin haben wir Geld verdient. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ganz dumm, wenn euch die Wohnung zu teuer ist, warum sucht ihr nicht eine andere? Vielleicht war das die einzige Wohnung. Warum wollt ihr gleich in eine teure Gegend ziehen? Ich frag mich, warum die Gegend überhaupt teuer ist. Yakuza. Die drücken, die treiben die Preise hoch. Ich verstehe. Entschuldigung. Mit Tresen bin ich im Krieg. Okay. Achso. Okay, Koizuka-san, hier bin ich. Ausgezeichnet. Ich habe auch schon ein paar Aufträge. So, Schlossereien sehen überall auf der Welt gleich aus. Ja. Immer. Was du nicht sagst. Such dir einfach einen aus. Kann ich auch mehrere annehmen? Mach ich. Okay.
Das ist irgendwie süß, dass deine Vermieterin dir so einen schlecht bezahlten Job vermittelt hat. Ja, bei dem, was ich jetzt mache, verdiene ich mehr. Okay, Toma, Mamia. Aber du weigerst dich ja auch, die Miete zu bezahlen. Wahrscheinlich sind das auch so 20.000 Yen Aufträge, aber alles andere kriegt halt die Vermieterin. Wahrscheinlich. Ich schicke dir die Adresse des Kunden auf dein Telefon, dann kannst du einfach zum Symbol auf der Karte. Ich bezahle dich, wenn der Job erledigt ist, also komm danach wieder hier vorbei. Verstanden. Ich mach mich dann mal auf den Weg. Hey, ich will noch einen annehmen. Ich gehe doch nicht nur wegen einem. Du kannst nur einen machen. Du darfst es nicht verwechseln. So ein Mist. Also, da ist unsere Vermieterin, die uns kontrolliert das eingebrockt hat. Ey, und frage du jetzt? Mich, ob ich mein Handy auf diese Falte in deinem Pullover stellen kann. Welche Falte, Mann? Jetzt ist die Falte weg! Die ist nur da, wenn du den Arm nach vorne nimmst. Bin nicht so faltig. Und wo? Ach, da! Ah. Na gut, na gut. Wir machen das einfach mal, damit unsere Vermieterin glücklich ist. Ich hätte jetzt Lust auf Trauben in Schokolade. Trauben, nicht Rosinen. Ich hätte generell Lust, was zu essen. Das war cool. Musste ich dafür extra den Mülleimer vorher kaputt machen? Wahrscheinlich. Die Leute haben alle Angst vor dir, aber sie bleiben auch immer in deinem Weg stehen. Ja, ne? So, da. Ach, wie kommen wir da in die Gasse? Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hätte ich Lust, in einen Don Quixote zu gehen. Das war witzig. Auf jeden Fall. Da bin ich voll dabei. Das macht sehr viel Spaß, auch wenn der Laden total unsortiert ist. Ja, aber ich glaube, deswegen macht das Spaß. Ich glaube, hier bin ich total falsch, aber hier kann man essen. Ja. Oh, Edamame. Definitiv. Cassis-Oolong. Machen wir auch mal. Das Püree. Fünf Stücke Sashimi. Machen wir mal. Dann haben wir in dem Laden auch mal gegessen, den ich wahrscheinlich dann nie wieder finde. Oh, wir sind ein bisschen... Aber das macht uns nichts aus, wir sind trinkfest. Ja, zwei ist. So. Kein kinderfreundlicher Cassis Oolong. Das ist schmal. Ja. Aber hier müssen wir, glaube ich, hin. Ja. Habt ihr ein Schlosser bestellt? Hey! Hunde, ja. Hallo, könnten Sie bitte diese Tür für mich öffnen? Mal sehen. Die Tür da. Ich bin ein bisschen angetrunken, aber ich kann das versuchen. Das schreit nach einem Draht. Ich sollte noch 5 übrig haben. Okay. Was genau muss ich machen?
Kannst dir die Steuerung noch mal ansehen mit Options. Da steht nur Regeln ansehen. Regeln werden schön. Der Dietrich ist Oldschool-Methode, um ein Schloss zu knacken. Schiebe einen dünnen Draht und den Türschutz, bla bla. Verwende L und R, um dem Symbol innerhalb des roten Rahmens wie auf der linken Seite vorgegeben zu folgen. Wenn L und R auf dem Symbol sind, fängt das Schlusssymbol automatisch an sich zu bewegen. Okay. Dame ka. Nuzukashi na. Hä, das Ding ist aber echt. Dame ka, dame ka. Ich bin immer noch verwirrt. Ah, so. Hä, aber das habe ich doch gerade schon gemacht. Ah, okay. Ja, ganz gerade. Ich verstehe. Ah! Und dann wieder bei Null. Gott, ist das nervig. Das ist viel zu viel Konzentration. Ja. Oh! Nochmal ganz? Oh, ernsthaft, Junge. Oh, Entschuldigung. Ich darf mich nicht aufregen. Ich darf mich nicht aufregen. Angst. Weiter. Oh. Jetzt hast du es geschafft. Perfekt, der Draht ist noch in Ordnung. Das wundert mich. Sie haben es geschafft. Vielen, vielen Dank. Kein Problem, gerne. Auf Wiedersehen. Ich muss mich bei Koizuka am Sun melden, wenn ich bezahlt werden will. Ich hoffe, dass nicht alle Schlösser so sind. Ich glaube, das ist die Übung dabei. Ich meine, immerhin muss man das nicht unter Zeit machen. Und das in meinem angeduselten Zustand. Von wem ist das? Achso, Kim schon wieder. Vielleicht sollten wir den Dicken mal aus dem Weg räumen. Müsste ja jetzt nur noch einer rumlaufen, oder? Weiß ich nicht. Kasai ist dumm. Ah, ich muss jetzt aus der Gasse raus, glaube ich. Aber wer wohnt denn da? Stell dir mal vor! Ich hätte keinen Bock, da durchzugehen. Stell dir mal vor, du hast gerade eingekauft. Ich meine, vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Hoffentlich. Die armen Leute, die da wohnen, ne? Du musst halt nehmen, was da ist. Ne, Kasai ist schon wieder da. Kasai ist wieder da. Also ist es egal, ob man sie aus dem Weg räumt oder nicht. Ja. Aber man kriegt Geld, wenn man Honda doch aus dem Weg räumt. Ich denke, wenn wir irgendwann mal wieder an der Straße vorbeikommen, kann man nochmal einen Auftrag mitnehmen und unser Geld abholen. Wollte ich nicht, aber danke. Der hat ein Schild nach dir geworfen. Nicht nur nach mir, auch nach seinem Kollegen. Sein Kollege interessiert mich nicht. Ein mieses Schild. Die werden immer kreativer. Ups. Hm.
So kann ich Sachen werfen. Achso, du kannst den Schläger auch einsetzen. Wie sie immer jubeln und dann Angst kriegen, wenn ich auf sie zulaufe. Ja. Ah, shit, da ist Honda. Na gut. Ne, warte mal, erstmal gucken. Vielleicht gehen wir erst ein bisschen einkaufen. Vielleicht folgen uns dann auch einfach irgendwelche Leute. Hilfe! Da sind Leute, die wollen sich mit irgendjemandem prügeln. Ich weiß nicht mit wem. Oh, ich habe den Wandsprung wieder geschafft. Ja, dann hast du Passanten angegriffen. Das war nicht nett von dir. Du hast dir denn die Pfütze geworfen. Die hat richtig wie so ein Fisch ist abgetaucht. Solltest dich von den Leuten sponsern, dass die Schilder und die Pylonen herstellen. Schon, ja. Oh, tut mir leid, ich mach alles kaputt. Wo war denn? Wo bin ich? Da ist der Kombini. Hey, mein Kumpel! Rain! Mein Popo-Kompan. Damit wir wieder ein bisschen Sushi essen können und ein paar Sandwiches. Po? Po? Finde ich super. Vielleicht ist Honda jetzt weg. Mal gucken. Wir haben uns nicht so weh getan. Sie sollten da weggehen. Die haben alle echt was gegen dich. Machen die? Was machst du denn? Aggression gegen Schilder? Also wirklich. Wir haben uns hier draußen geprügelt und da drin ist alles umgefallen. Das kann passieren, das ist das Beben. Ach so. Ah, da bist du ja. Koga, die faule Drecksau, hat mich gebeten, dir in den Arsch zu treten. Ich dachte, du machst das freiwillig. Ich dachte, du willst dich mit mir prügeln. Mhm. Der Grund ist eigentlich egal. Hauptsache, ich kann gegen dich kämpfen. Na, ich könnte ewig so weitermachen. Wieso lassen wir nicht stattdessen unsere Fäuste sprechen? Du bist auch dumm. Renji. Du hast doch einen dummen Namen. So. Renji Honda. Ich war nicht unbedingt, was ich wollte. Kann nicht so gut auf den Boden treffen. Das ist so schade. Es geht im Kranich-Stil viel einfacher. Kranich-Stil hat mehr Füße. Ja. Der vielfüßige Kranich. Autsch. Was macht der da Wrestling? Zieht ab. Ja, das zieht ein bisschen was ab. Aber immerhin hat er mit seinem Mega-Move nicht getroffen. Ja. Da bin ich schön im Kreis gelaufen. Er hat sich sehr schön aufhalten lassen. Das
Den Move finde ich auch so geil, wenn ich versuche, über sie rüber zu touren und sie mich einfach packen und wieder zurückschleudern. Ah, das ist unangenehm. Mann, der haut echt rein. Aber gut, ich war extra einkaufen. Ich wusste, dass der nicht ganz ohne ist. Nee. Der war beim letzten Mal schon nicht ganz ohne. Bringt halt auch einfach nichts zu verteidigen. Der Move ist so böse. Ja, der zieht massiv viel ab. Egal, ich kann essen. Verdammt, das hat nichts gebracht, glaube ich. Ich hab eine Idee. Wenn du dich jetzt heilst, trink Alkohol. Es könnte immer ein bisschen was abziehen, ja. Wenn ich ihn treffe. Also den Dreieckknopf. Wenn du mich nur wenn du auf die Beine kommst. Ja, da ist er wieder nüchtern. Manchmal finde ich es schwer rauszufinden, wer von euch gerade die Oberhand hat. Da ist er umgefallen. Oh, Gott sei Dank. Perfekt. Und das gehen sie alle. Rufen sie jetzt die Polizei oder was? Jetzt ist langweilig. Show ist vorbei. Wir gehen nach Hause. Los, beweg dich, Honda. Okay. Geh ja schon. Musst mich nicht schubsen. Ach, wenn das nicht Honda ist. Hast du das Großmaul erwischt? Eigentlich war er sogar ziemlich ruhig, nachdem ich ihm in den Arsch getreten habe. Ey, Yagami-san, wo sind wir hier? 800.000 Yen, richtig? So viel schuldest du Turtle Financing. Also, stell dich nicht weiter dumm und zahl endlich. Darüber wolltest du mit mir reden? Ich dachte, wir wären Kumpel, du und ich. Ja, ganz richtig. Er ist voll enttäuscht. Na schön, pass auf. Du und ich, wir kämpfen nochmal. Wenn du gewinnst, zahle ich. Wenn ich gewinne, lässt du mich gehen. Was meinst du? Soll mir recht sein, solange wir vor Gericht kämpfen. Was? Solange wir uns vor Gericht bekämpfen. Du darfst der Angeklagte sein. Oh, er übergibt ihm einfach den Posten des Angeklagten. Ja, wie lieb. Was? Gericht? Was redest du da? Ich bin zufälligerweise Anwalt, spezialisiert auf Auseinandersetzungen vor Gericht. Das ist kein Spezialgebiet, Yagami. Na, immer noch Lust. Ach, scheiße. Ach, dann nehme ich eben das verdammte Geld. Danke für deine Hilfe, Yagami-san. Ich hier für deine ganzen Mühen. Best Buddies. Danke, ich weiß das zu schätzen. Gerne doch. Ich bin echt überrascht, dass du das hinbekommen hast. Honda ist kein Weichei, das kann ich dir sagen. Ja, aber er mag uns. Wir haben unsere 10 unserer besten Leute losgeschickt und die hat er in 0, nichts fertig gemacht. Naja, was soll ich sagen? Überleg es dir besser zweimal, bevor du Typen mit so einem Ruf Geld leist. Ja, ich würde sagen, die Schildkröte hat ihre Lektion gelernt. Das ist alles, was sie dir schulden, oder? Ja. Du hast dich echt super um die Sache gekümmert. Wenn du das nächste Mal knapp bei Kasse bist, komm vorbei, dann helfe ich dir aus.
Meine Zinsen sind niedrig und du kannst dir mit dem Rückzahlen Zeit lassen. Deshalb nennt man mich auch den Schildkrötenmann. Der Herr der Schildkröten. Das klingt doch schon mal nicht übel. Ich habe da so einen Mietvertrag. Aber wenn die Zeit zum Zahlen gekommen ist, werde ich schnell aggressiv. Ich bin ja eine Schnappschildkröte. Wenn das so ist, dann leihe ich mir bei dir am besten gar nicht erst etwas. Hey, es ist besser, wenn du keine Schulden machst. Ich muss es wissen. Ich könnte allerdings deine Hilfe bei der Informationsbeschaffung gebrauchen. Du scheinst in der Stadt am Puls der Zeit zu sein. Für einige meiner Fälle könnte ich eine Quelle wie dich gut gebrauchen. Klar, gerne. Quelle. Sag mir einfach Bescheid und ich schaue, was ich und meine Mitarbeiter für dich tun können. Danke. Da würdest du mir wirklich sehr helfen. Erstmal den Ausgang suchen. Ich fühle mich irgendwie nach einem Nickerchen. Tust du das? Das ist aber ein schlechter Zeitpunkt. Findest du? Warum? Weil wir gerade online sind. Was das war? Aber wir haben nur einen sehr stummen Zuschauer. Das ist wahr. Dem macht das bestimmt auch nichts aus, wenn ich auch stumm bin. Doch, bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Bin ich hier wieder weg? Da, wo du vorhin die Tür aufgemacht hast. Ah, habe ich deswegen die Tür aufgemacht? Nein, ich glaube nicht. Hey, rostiges Kabel. Puh, raus aus dem Ding. So. Kassai da. Kassai hat sich bewegt. Ich bin von ganz da oben wieder hier ganz unten. Ja. Und du musst wieder ganz nach da oben. Ich meine, wir könnten eine Pause machen. Wenn du ein Nickerchen machen möchtest, dann kann ich was essen. Könnte man, dann könntest du was essen, wenn ich ein Nickerchen mache. Und der Chat hätte nicht so viel Story verpasst. Das ist wahr. Nur, dass du so mutig warst, Honda zu verprügeln. Ja, aber das kann man ihm auch erzählen, wie glorreich das war, dass es überhaupt nicht gefährlich aussah und ich mich nicht 300 Millionen Mal heilen musste. Man kann voll dick auftragen. Ich finde das so geil. Eigentlich mag Honda ihn. Ja. Honda will sich einfach nur mit irgendjemandem prügeln. Und besonders mit uns, weil er ist der Meinung, wir sind stark. Ja. Ich bin nicht der Meinung. Das ist einfach nur Glück. Aber er ist der Meinung. Ja. Aber gut, dann würde ich sagen, bis später. Bis später. Und bis Darren. Und bis Darren. Das ist seltsam. Es hört sich falsch Gute an. Gute Nacht und bis Darren. Gutes Nickerchen.